Willkommen in der Sands in the Bay. Heute machen wir weiter mit dem Devil Savior Troublemaker Set, das mir der liebe Christian ausgeliehen hat. Dafür nochmal vielen Dank an der Stelle. Und heute schauen wir auf die sechste Figur. Wir schauen auf Sweeping. Auch die Verpackung von Sweeping reiht sich wunderbar ein mit den anderen Figuren aus diesem Set. Ich finde es ein bisschen schade eigentlich, dass man das in vielen Boxen, wie gesagt, optisch immer das gleiche mit der Pyramide und so, das ist alles gut gemacht. Auch wenn die hier schon bessere Zeiten gesehen hat, hat beim Versand ein bisschen was abgekriegt. Ich finde es ein bisschen schade, dass die hier nicht so eine Art Puzzlebild irgendwie mit drauf haben, dass du aus den verschiedenen Boxen wie so ein großes Backdrop oder sowas bauen kannst. Es wäre genug Fläche da gewesen dafür, aber sei es drum, innen drin, Plastikklemmschirm mit Deckel, nichts Besonderes. Und die Anleitung, muss ich sagen, die funktioniert bei dem Ding erstaunlich gut. Also habe ich mich sehr wohl mitgefühlt. Das Ding ist aber auch irgendwie deutlich weniger komplex als das, als ein Smash oder ein Split. Von daher sollte das schon passen. Bisschen schade ist, dass die Anleitung für die Box ein bisschen zu klein ist und deswegen genauso gewählt ist. Aber rein funktional ist sie allemal. Und damit sind wir bei Sweeping. Wir haben einmal hier diesen Beutel. Da sind ein paar Zugehörteile drin. Die brauchen wir wirklich nur für den Combined-Mode. Das sind so verschiedene Stützen und so weiter, dass einem das Ding nicht umkippt. Das heißt, hiermit brauchen wir uns heute nicht befassen. Sweeping ist hier dieser Bulldozer. Von der Sache her cool. Also rein optisch finde ich, ne, passt gut in das Set rein. Wir haben wieder generell hier diese, ne, wieder das Gat-Logo statt Cat. Ganz schön überall wieder über die gesamte Oberfläche verteilt. Unterschiedlichste Dreckspuren, gerade die hier vorne auf der Schaufel, die finde ich sehr, sehr gut gelungen. Weil die auf der unteren Seite sind und oben dann nicht mehr. Das ist recht realistisch, wie ich finde. Es gibt halt immer wieder mal so ein paar Teile, wo das dann fehlt. In dem Modus ist es aber mehr oder minder durchgehend. Beim Bot-Modus stört mich das dann deutlich mehr. Wir haben hier diese zwei Zubehörteile und das sind diese zwei Kanonen. Die könnt ihr abnehmen, müsst ihr auch abnehmen für die Transformation. Hinterher lassen sich entsprechend drehen, sind aber hier hauptsächlich verstaut, also erfüllen keine Funktion. Überhaupt muss ich sagen, hat das Ding halt eigentlich keine Funktion. Wir haben nicht mal Rollen hier in den Ketten irgendwie eingebaut oder so. Das heißt, ihr könnt das Ding eigentlich nur so vor sich euch hinschieben. Die Schaufel ist nicht beweglich und so weiter. Also eigentlich ist das Ding komplett starr. Letztlich hat es aber auch eine gewisse Funktion zu erfüllen als Fuß hinterher. Deswegen ist es vielleicht ganz gut, dass nicht ganz so viele bewegliche Teile dran sind. Immerhin so von der Lackierung und so weiter sind sie wirklich sehr liebevoll vorgegangen. Unterschiedliche Sachen bemalt. Hier diese ganze Verwitterung da drauf. Das sieht wirklich gut aus. Hier schwarz für die Scheiben. Beziehungsweise hier vorne saß. Ist das ein transparentes Teil? Bin ich mir nicht 100% sicher. Na, aber im Sommer als oder benutztes Baufahrzeug ist das definitiv überzeugend. Das Einzige, was mich optisch stört, sind hier diese Paneele, weil die A nicht einrasten. Das heißt, die verschieben sich immer wieder mal und es sieht halt einfach unfertig aus. Ne? Man kann sie hier nicht runterklappen, weil sie dann hier hängen bleiben. Ich würde es wahrscheinlich fast besser finden, wenn man die einfach hochklappt und dann ist es gut. Dann hast du aber hier diese Details darunter, die eher für den Bot-Modus gedacht sind. Also das nicht 100%, aber ansonsten so zum Hinstellen als Fahrzeug, denke ich, ist es schon okay. Und auch der Maßstab ist ziemlich cool, ist immer noch nicht ganz Masterpiece. Also ne, ein Mensch, der hier oben drin sitzt, wäre für das Auto ein bisschen zu klein, also müsste man wieder ein bisschen größer das Ganze noch machen. Aber so wenn ich das vergleiche mit anderen Figuren aus dem Set, ist abgesehen vom Mixmaster der hier wahrscheinlich noch derjenige, der am ehesten vom realistischen Maßstab zu so einem Masterpiece-Auto passt. Für die Verwandlung entfernt ihr erstmal hier hinten die beiden Geschütze und dann habt ihr hier an der Seite diese Klappen, die bringt ihr erstmal nach oben aus dem Weg. Dann haben wir hier diese ganze Armatur, die ist ziemlich komplex. Ist aber eigentlich ganz gut zu handeln. Erstmal müsst ihr es schaffen, die hier zu trennen. Das ist nicht so einfach, die sind zack. Ne, hier seht ihr so kleine Pins, die sind auf beiden Seiten, deswegen kommt man nicht ganz so gut drunter. Das Teil klappt erstmal hier aus dem Weg, könnt ihr schon mal so grob anwinkeln hinterher für die Hand. Dann haben wir hier vorne diesen Zylinder. Hier ist ein kleines Teil, das ist mit der Schaufel verbunden, nicht so richtig fest, aber da ist es so lose eingesteckt, das müsst ihr lösen. Und dann könnt ihr das Ding hier einmal nach hinten falten. Das könnt ihr aus dem Weg klappen oder wie auch immer hängen lassen. Und jetzt habt ihr hier eine ganz interessante Konstruktion, nämlich hier diese 45 Grad abgewinkelten Pins. Dann könnt ihr das hier nach unten bringen, könnt das hier mit etwas Druck. Ach, das fühlt sich nicht so gut an, weil das halt so in dem Winkel ist, aber es geht dann am Ende. Könnt ihr es da reindrücken und dann bringt er den Teil einmal hier nach oben und dann hier auf diesem Gelenk das ganze Teil einmal runter. Zieht die Schaufel einmal hier nach vorne und dann habt ihr hier die Seitenteile. Vielleicht müssen wir die Schaufel ein bisschen stützen, die ist nicht so 100% fest. Und die hakt ihr einmal hier aus und bringt die jetzt hier nach unten. Und die haben hier diese Ausschnitte und die legen sich dann schön hier über diese gelben Blöcke drüber. Müsst ihr so leicht schräg drunter gehen. Dann schabt ihr auch so ein bisschen über das Plastik, ist nicht so ganz so perfekt aufeinander abgestimmt, aber wenn ihr einmal über diesen Punkt drüber seid, dann legen die sich da ganz sauber rein. Das ist eigentlich soweit ganz cool, aber hier ist ein bisschen gruselig die Stelle. So. Ja, und dann bringt ihr die zwei hier in der Mitte zusammen und drückt das ganze Ding hier wieder nach hinten. Die Ketten, die jetzt in den Armen werden, sind an mehreren Teilen arretiert. Ihr habt einmal hier diesen Stift, den solltet ihr rausziehen. Dann haben wir hier hinten am Rad sozusagen ist ein Pin, den müsst ihr rausdrücken. Und dann ist hier vorne noch ein dritter, der rutscht aber dann mehr oder minder
von selber aus. Wichtig ist, dass ihr den hier oben nicht vergesst, der sitzt ziemlich fest. Nicht, dass euch dadurch die Hebelwirkung irgendwie noch was abbrecht. Und auch hier unten ist das nicht so ganz ohne. Dann haben wir hier den Heckteil. Ihr habt einmal hier dieses Ding, das klappt ihr raus. Hier ist so ein kleiner Haken, den müsst ihr nach vorne schwingen. Denn dieser Haken legt sich da oben drüber. Das heißt, ihr nehmt jetzt hier das ganze Ding, ne, Doppelgelenk, so leicht nach oben. Zack, und dann drückt ihr das hier, hoppala, runter. Und dann springt das an der Stelle über. Wir haben jetzt hier die Klappen, die bringt ihr noch mal ein bisschen aus dem Weg. Und hier ist das Dach, das könnt ihr öffnen. Und das sitzt hier auf so einem Doppelgelenk. Das müsst ihr hier so ein bisschen drüber drücken, dass sich das sauber öffnet. Also hier aufdrücken, öffnen. Und jetzt haben wir innen drin ein ziemlich abgefahrenes Teil. Dann müsst ihr gucken, dass ihr das da rausbekommt. Am besten hier ist ein kleiner Haken, da kann man mit dem Finger drunter. Und dann könnt ihr das versuchen rauszuziehen. Zack. Und dann geht das einmal hier nach vorne. Und jetzt müsst ihr schauen, dass hier hinten dieser kleine Steg, diese kleine Erhebung, muss, da unten ist so ein kleiner Schlitz, da muss das rein. Das heißt, ihr legt das Ganze jetzt hier an, drückt es da rein und drückt das jetzt hier unten, ne, da ist entsprechend ein Pin, der da reingeht, einmal flach da drauf und dann ist das abgeschlossen. Bisher ein bisschen schräg, aber es funktioniert eigentlich ganz gut. Und die Teile hier bringt er so leicht, so einen 45 Grad Winkel nach unten, dass sich das hier an der Seite mit der Klappe trifft. Auf der anderen Seite ist es im Prinzip genauso. Ja, das sind die Verhältnisse ein bisschen anders, aber generell vom Winkel ungefähr. Na, gleich. Schwingt diese Platte jetzt hier nach vorne und dann nehmt ihr den ganzen Torso und dreht es hier an dieser Schraube, dreht ihr das ganze Ding einmal nach vorne. Diese Klappen hier an der Seite, die könnt ihr öffnen und die liegen dann einfach hier nur in so einem 45 Grad Winkel nach hinten, ne, liegen die hier an der Seite. Und dann habt ihr hier diese kleinen Blöcke, die gehen hier nach oben, zack, zack. Hier sind diese kleinen Klappen, die drückt ihr nach innen und die Blöcke treffen sich hier in der Mitte, müsst ihr gucken, hier ist die Nase und hier, das legt sich da drüber, den vielleicht zuerst und dann den mit ein bisschen Kraft. Gucken, dass ich einigermaßen simultan da reinspringe. So ein bisschen fuddelig. Zack, zack. Aber es geht. Und dann haben wir hier diese Teile. Die schwingt ihr hier rein. Und die Teile hier nach vorne. Auch das ist kein so richtiger Arretierungspunkt in dem Sinn. Das liegt halt irgendwie so grob da drüber, grob da dran. Das ist halt so ein bisschen geschlossener als an der Stelle. Aber das ist alles einigermaßen flexibel. Die Teile könnt ihr hier ein bisschen aus dem Weg bringen. Und dann haben wir noch hier hinten diese Dinger. Die müsst ihr gucken, dass ihr die nach einmal diese dieser kleinen Haken hier rausbiegt und parallel müssen die nach oben. Das ist so. Dann legen die sich hier, das ist ganz schön gemacht, das ist ein schöner Ausschnitt, das legt sich da also sauber drauf, dass es dann keine hässlichen Lücken gibt, weil ich müsste so ein bisschen parallel arbeiten, immer den Haken ein Stück, das Teil ein Stück, bis sie dann wirklich hier voll draußen seid. An den Armen schwingt er jetzt hier die Finger sozusagen, ne? Einmal hier nach vorne, dass sie so ungefähr diesen Winkel sind, wie ihr das halt haben wollt. Hier habt ihr dieses kleine Teil hier, ne? Das klappt ihr nach unten und zieht jetzt den ganzen Teil hier ebenfalls runter. Da habt ihr so eine Art Hand und jetzt haben wir hier das Kettenteil noch, das ist hier vorne eingesteckt, das schwingt ihr einmal hier rum und dann könnt ihr das hier aus der Verankerung ziehen und auch das hier liegt hier nur so los, als würde das so die ganze Zeit so schwingen, ungefähr hier oben drauf und dann bringt ihr den Arm hier nach unten und wenn ihr wollt, könnt ihr das Ganze ein bisschen hier nach vorne ziehen, dass es ein bisschen besser ausschaut. Zieht den Kopf jetzt einmal hier gerade nach vorne und dann haben wir hier unten noch den Standfuß. Dafür klappt ihr einmal diese Klappe leicht nach oben und dreht den Teil hier oben, gucken, ob ihr da richtig drankommt, nach hinten. Das rastet hier an der Stelle dann wieder ein, das einfach vor. Und dann seid ihr mit Sweeping in seinem Bordmodus. Ja, gucken, dass wir das ein bisschen schöner machen hier. Fertig. Und von allen Filmen Constructicons ist das hier definitiv der abgefahrenste vom Design. Wir haben noch hier diese beiden Geschütztürme, die könnt ihr ihm hier oben, hat er so, hoppala, wo sind sie denn da, 5 mm Ports, da könnt ihr die noch mit reinstecken, das komplettiert den Look dann. Ist schon ziemlich schräg, ne? dieses Springteufelchen hier auf seinem einen Bein, dann hier die Arme mit den Ketten, die hier so rumhängen. Es ist auf jeden Fall, ist es, ich will nicht sagen ikonisch, aber es ist ein Design mit hohem Wiedererkennungswert. Und ich finde auch, dass man das hier ganz gut umgesetzt hat. Ich finde es auf der einen Seite cool, dass man nicht einen Standfuß hat, wie die Studio Series damals hat, also wirklich so ein Display-Stand. Das nimmt einem so ein bisschen die Illusion, der steht quasi von selbst. Doof ist halt nur, dass der Standfuß hier hinten, der generell gut funktioniert, aber zum einen sich ein bisschen durchbiegt. Also ich weiß nicht, ob das so toll ist hier von der Belastung aufs Material. Und ich finde halt einfach den Winkel total doof. Ich verstehe nicht, warum man das nicht irgendwie so gemacht hat, dass das hier an irgendeiner Stelle, dass man das irgendwo reinhängen kann, wo ich gerade das Gefühl habe, hier ist auch tatsächlich, hier ist ja noch so eine Vertiefung. Ja.
Gerade nochmal gucken, ob es da nicht doch eine Möglichkeit gibt, das irgendwie zu stabilisieren. Weil eigentlich meines Erachtens sollte er so stehen und nicht so. Ist aber tatsächlich so. Ich glaube, man soll das Ganze so lösen, indem man ihn hier halt so ein bisschen überbeugt, dass er wenigstens vom Oberkörper her gerade steht. Das sieht auch ein bisschen besser aus, oder? Ja, ich denke, das kommt eher hin. Ansonsten ja, ist er natürlich ein bisschen eingeschränkt in dem, was er tun kann, einfach weil er keine Beine hat. Ich finde auch so ein paar Sachen ein bisschen seltsam. Wir haben zum Beispiel hier haben wir ein sehr kräftiges Gelb hier unten. Das mag er eigentlich ganz gerne. Hier oben ist dann entweder das Plastik, entweder haben sie es mit diesem Verwitterungseffekt völlig übertrieben, weil das ist halt so ausgebleicht irgendwie, das sieht nicht gut aus. Und überhaupt gibt es so ein paar Ecken, so ein paar Teile hier, wie die Teile zum Beispiel oder hier hinten die Teile oder diese Sachen hier oben, wo dieser Weathering-Effekt halt komplett fehlt oder auch die Fingerspitzen hier vorne. Das ist ein bisschen, reißt mich immer so ein bisschen aus der Situation, aus der Illusion raus. Also das ist vom Design eigentlich cool gemacht. Der Kopf wie immer realistisch hässlich, das ist alles okay. Ich finde hier diese ganze Sache mit der Konstruktion hier, mit diesen Hydraulikzylindern cool. Das hier sieht aus wie ein Die-Cast-Teil, ne, weil zu glänzt könnte tatsächlich eine Metallplatte sein. Auch das finde ich ziemlich steil vom Look her. Ne, auch so hier oben, das alles ist ziemlich geschlossen eigentlich. Also der ist, auch immer hier die Schaufel komprimiert zum Beispiel, finde ich super gut. Ich finde den vom Engineering finde ich den hochinteressant. Ist halt auch so ein Design, wo du vielleicht ein bisschen austoben kannst, weil du mal was anderes machen kannst oder was Abgefahreneres. Na, hier unten die ganzen Farbakzente zwischendrin, finde ich, kommen richtig gut. Ne? Auch noch so unterschiedlich so abgesetzt mit Silber, das kommt schon fett. Ja, dass das hier so ein bisschen anders aussieht, das mag ich nicht so gerne. Die Arme sind so generell auch okay vom Design. Also ich habe mit ihm keine großartigen Schmerzen, außer wenn ihm das Design natürlich generell nicht gefällt, dann wird er in diese Figur nicht vom Gegenteil überzeugen. Schön ist halt, dass er auf diesem Standfuß zumindest stabil steht. Diese Winkel nach hinten ist jetzt so, muss ich sagen, stürzt mich tatsächlich kaum noch, wobei es wäre cool gewesen, wenn sie vielleicht so zwei Stufen gehabt hätten, dass du zumindest die Wahl hast, ihn auch gerade hinzustellen. Aber ich denke, auch so kann man am Ende des Tages damit arbeiten. Der Kopf sitzt einmal, oder der ganze Hals vielmehr, sitzt hier hinten auf einem Scharnier. Dadurch habt ihr schon gute Möglichkeiten rauf und runter. Ihr habt zusätzlich hier noch einen Scharnier am Kopf und eins für links und eins für rechts. Ihr könnt ihn in sich nicht drehen, das hätte ich gerne noch gehabt. Ansonsten ist hier aber schon eine ganze Menge möglich. Bei den Armen haben wir hier ein Butterfly-Gelenk. Wir haben einmal hier das normale Schultergelenk. Dadurch geht die Hand, das ist ja die ganze Hand eigentlich, die hier hochgeht, einmal nach oben. Wir haben keine klassische Rotation des Oberarms in dem Sinn. Wir haben halt dafür zusätzlich hier ein Gelenk und hier noch ein Gelenk. Also ihr könnt die Hand tatsächlich wie so ein Ellenbogen, könnt ihr das hier alles einklappen. Das ist alles okay. Und zusätzlich dazu haben wir hier die Finger, die ihr halt hier auf ein Gelenk, zwei Gelenk, drei Gelenken bewegen könnt. Das ist okay. Hier unten das Ganze ist beweglich. Also da ist eine ganze Menge möglich. Und hier diese Teile sind auf gepinnten Gelenken. Könnt ihr die auch so schwingen, wie ihr wollt. Die sind fest genug, würde ich sagen. Auf der Seite etwas zu locker vielleicht, weil man je nachdem, wenn es ein bisschen wackelt, dann rutschen sie einmal weg. Aber so eine geschwungene Pose halten sie auch. Also ist, denke ich, ultimativ okay. Wir haben dann hier eine Rotation der Hüfte. Wir haben die Beuge hier des Rumpfs nach vorne. Und entsprechend hier haben wir noch zusätzlich das Gelenk, habe ich hinterher für den Combined Mode, wird nach hinten. Also auch da ist eine ganze Menge möglich. An den Füßen oder am Fuß viel mehr geht da natürlich nichts mehr. Weil, also ihr habt hier noch eine Drehung zusätzlich, das schon. Also ihr könnt ihn sich so ein bisschen verdrehen, das ist schon ganz nett. Aber dadurch, dass wir halt keine weiteren Gliedmaßen haben, entfällt dann die restliche Beweglichkeit. Aber das werfe ich der Figur nicht vor, sondern das ist ja eine Frage des Charakterdesigns. Also eigentlich ist damit eine ganze Menge möglich. Ich mag generell, wie sie es mit den Armen gemacht haben, mit den Schultern, mit dem Kopf. Also das, was man aus so einem Design rausholen kann, ist eigentlich mit drin. An den Händen gibt es noch ein ganz cooles Feature. Ihr könnt nämlich hier diese Teile einmal so ein bisschen aus dem Weg klappen. Wie genau ihr das macht, ist am Ende des Tages wahrscheinlich wurscht. Aber ne, einfach, dass das hier aus dem Weg geht. Und dann könnt ihr das hier einmal öffnen und hier so eine kleine Kanone rausziehen. Das finde ich ziemlich cool. Und das hier dann wieder so ein bisschen nach oben irgendwie, dass es ein bisschen komprimierter aussieht, das nach hinten. Und dann hat er halt hier so einen Waffenarm. Bisschen doof, dass hier eine Schraube drin ist. Das nimmt so ein bisschen die Illusion, da wäre ein Effekt cool gewesen zum Draufstecken, um das zu verdecken. Und das Ganze könnt ihr auf der anderen Seite dann genauso machen. Aber das finde ich nett, dass man auch mal so ein bisschen Varianz hat. Ne? Links, was ich hier, eine Waffe, da eine Hand oder so. Das ist ziemlich cool und ist auch schön gemacht hier noch mit den Farbakzenten. Also keine Beschwerden. Gemessen und gewogen kommt Sweeping auf ordentliche 365 Gramm. Und wenn man die ganzen Überhänge an den Schultern, in den Armen, wenn man das ein bisschen mit einrichtet, je nachdem, wie man das hinstellt, auf ungefähr 22 cm. Und zum Vergleich haben wir hier einmal den Cybertron Starscream aus Bumblebee Nummer 72 aus der Studio Series und die neue Studio Series Airazor, die Tage hier auch noch zu sehen bekommt. Also er ist wahrscheinlich sogar größer als eine Leader Class, wirkt schon recht massiv, sieht aber mit der Studio Series gar nicht mal so falsch aus. Auf dem Weg zum Combined Mode bauen wir ganz viele Dinge zurück. Wir klappen den Kopf erstmal hier wieder nach innen. Wir nehmen diese Teile, schwingen die hier an die Seite. Die hier schwingen wir jetzt aber nicht zurück, sondern bringen die einmal hier voll nach oben.
Wir haben dann hier an der Seite diese kleinen Paneele, die holen wir wieder nach vorne. Gar nicht so einfach, da drunter zu kommen. So, und dann trennen wir diesen Block hier in der Mitte, schwingen die wieder zurück und die legen dann hier, ne, muss man so ein bisschen gegeneinander schieben, dass das eine glatte Fläche hier an der Stelle gibt. Machen wir hier ganz genauso. Und dann haben wir noch diese Seitenpaneele, die schwingen wir einmal hier nach vorne, dass sich das sauber schließt. Wir haben den Ständer hier hinten, den können wir wieder zurückbauen. Das heißt, wir drehen den Teil einmal hier nach hinten, ne, das hier dran, legen das hier flach drauf und dann kümmern wir uns noch um das Führerhaus. Wir ziehen einmal diesen Teil hier komplett nach draußen, klappen das rein. Wir müssen jetzt gucken, dass das möglichst tief hier verschwindet, dass das hier vorne wieder eine geschlossene Fläche gibt. Die Teile klappen wir nach unten und dann haben wir das Dach. Da müssen wir jetzt gucken, dass er die erstmal hier nach unten bringt, das Teil hier nach oben. Ja, am besten fangt ihr mit der Seite an, weil hier die Nase dran ist. Das heißt, ihr schiebt sie dran und drückt das dann hier mit ein bisschen Kraft einmal drüber. Und hier genauso, zack, und das Dach hier schließen. An den Arm nehmt ihr jetzt das Kettenteil, schwingt das aus dem Weg. Ihr könnt auch hier diesen kleinen Geschützturm schon mal abmachen. Und jetzt müsst ihr gucken, das ist jetzt relativ komplex. Wir nehmen diesen Teil hier, also hier diese Klappe, bringen die einmal hier nach hinten. Und dann müsst ihr hier diese gelbe Klemme müsst ihr lösen. Das wird wahrscheinlich nur mit einem Spudger oder irgendeiner anderen Hebelhilfe gehen, die ist ziemlich fest drin. Aber die öffnet ihr dann hier. Und jetzt habt ihr hier dieses Mehrfachgelenk. Das komprimiert ihr jetzt einmal hier nach innen. Und wichtig ist, dass hier dieser Stift, der muss da hinten überspringen. Das geht eigentlich nur mit ein bisschen Kraft, weil hier vorne das Gelenk, zumindest bei meiner Variante, ist ziemlich fest. Und dann legt ihr das hier einmal flach drauf. Dreht diesen oder nehmt diesen Teil jetzt hier, diesen kleinen, legt ihn hier sauber an, hier 90 Grad nach oben. Das Teil dreht ihr rum. Wichtig ist, dass ihr, wenn ihr das jetzt hier gleich nach oben schiebt, dass ihr hier, dass das hier sauber passt, dass ihr dann nicht, wenn ihr das hinterher hier noch drehen wollt oder so, dass ihr dann da hängen bleibt. Also von daher versucht das einigermaßen sauber auszurichten, dass es in etwa diese Position dann hat. Hier sollte es endlich auch so ein bisschen reinstecken, aber irgendwie ist alles ziemlich wabbelig. Gefällt mir nicht so gut. Mal gucken, ob ich das hinterher noch richten kann. Und dann haben wir jetzt hier dieses Teil. Das schwingt ihr einmal glatt davor. Auf der anderen Seite macht ihr das im Prinzip auch mit dem Unterschied, dass wir hier tatsächlich mal einen Arretierungspunkt haben. Und zwar hier vorne ist so eine kleine Vertiefung. Die ist hier für diesen kleinen Steg. Das heißt, da schwingt ihr hier rum. Wir gucken, dass ihr das jetzt hier vorne trefft. Und dadurch kriegt das ein kleines bisschen Stabilität. Und jetzt müsst ihr euch hier noch um die Ketten kümmern. Das ist ziemlich irre. Ihr nehmt das einmal hier rum, schwingt es jetzt hier nicht an dem vorderen Teil, wo wir es bisher mal gemacht haben, sondern jetzt hier an dem hinteren Teil einmal nach außen. Und jetzt komprimiert ihr das Ganze hier, indem ihr dieses Doppelgelenk bewegt, also das hier drunter legt und das hier wieder nach vorne. Dann wird das Ganze etwas kleiner. Jetzt könnt ihr diese, die zweite Hand dafür ist nicht so einfach, nehmt ihr dieses Teil, schwingt es hier rum und dann legt ihr das hier drauf und klappt diesen ganzen Block hier flach da drauf, sodass es dann so aussieht. Der nächste Teil ist ein bisschen eklig. Ihr zieht einmal hier unten diese Dinger aus der Arretierung und habt jetzt hier an den Armen, hier diese, das sind die gelben Gelenke, ne? Und hier sind diese grauen, die sind hier im Torso arretiert. Das heißt, ihr zieht die hier einmal an die Seite, zack, dann könnt ihr das einen ganzen Teil hier rausziehen und habt jetzt hier hinten, das kann man kaum sehen, hier ist ein Slider drin. Das heißt, ihr bringt das jetzt alles hier, was ist da gerade abgefallen? Ja. Alles gut, hier hinten drauf, stecken wir gleich wieder dran. Bringt das jetzt hier einmal nach oben und rastet das hier ein. Und jetzt müsst ihr gucken, das muss ein bisschen parallel laufen. Die Dinger müssen jetzt hier rein und dann haben wir, ich kann mal gucken, hier unten diese gelben Nasen, die müssen hier rein. Dann müsst ihr gucken, dass ihr das so ein bisschen parallel macht. Am besten bringt ihr das alles hier rüber. Guckt erstmal, dass hier hinten drin ist und dann müsst ihr das jetzt hier so gerade stellen, dass das da reinrutscht. Jawohl. Ja, hier, das ist alles ein bisschen locker, aber es geht eigentlich ganz gut und es ist noch halt viel Drücken aufs Material und so, das gefällt mir nicht so gut. Ja, und dann machen wir das hier nochmal, das heißt, wir bringen das jetzt einmal hier nach innen. Gucken, dass wir hier innen das auch überspringen lassen. Und dann drücken wir das hier einmal alles zusammen. Es gibt theoretisch gibt's hier so eine Mini-Nase in der Mitte, wo ihr das miteinander verheiraten sollt, dass es nicht so prickelt. Ihr habt hier noch einen Pin, der muss da unten sauber reinrutschen. Das ist nicht so einfach, weil das Teil hier leider voll beweglich ist. Ja, seht, ich treffe das hier nicht so richtig gut, aber so grob die Orientierung sollte es sein. Ist halt leider wichtig, dass das alles gerade ist zum Schluss, denn das ist der Fuß. Und wenn der Standfuß nicht gut ist, dann steht der ganze Combiner nicht so richtig stabil. Aber das ist tatsächlich gar nicht so einfach zu machen. Und dann haben wir hier noch dieses ganze Ding hier. Das könnt ihr jetzt hier nochmal nach vorne schieben. Und dann könnt ihr die Dinger hier in ihrer neuen und dann erstmal finalen Position
einrasten. Das Teil hier gehört übrigens hier oberhalb der Schaufel in dieses Pinloch. Hier unten ist ein kleiner Pin, da steckt man das da einfach wieder drauf. Wir haben jetzt hier ein Doppelscharnier, einmal hier und einmal hier. Das bringen wir hier nach vorne und dann drehen wir den Teil hier oben einmal rum. Das Führerhaus müsst ihr jetzt einmal hier rausziehen. Das ist ein bisschen hakelig, aber es geht. Hier unten hängt so eine Platte dran. Das Teil dreht ihr dann einmal rum, versenkt das einfach hier wieder in der gleichen Vertiefung. Und dann habt ihr hier dieses lange Kettenteil, ne, das schwingt ihr nach draußen. Und das arretiert hier unten an diesem Metallteil. Um da dran zu kommen, müsst ihr einmal den Kopf rausklappen. Und dann habt ihr jetzt hier diesen Clip, der ist hier unten offen. Und den müsst ihr hier drüber legen. Das ist nicht so ganz einfach. Jetzt ein bisschen genauer hingucken. Müsst auch gucken, dass hier die Doppelscharniere alle möglichst weit ausgeklappt sind, dass das hier dann eine schöne runde Form gibt zum Schluss. Gucken hier. Und dann einmal da drauf gedrückt. Dann ist hier so ein bisschen runder legen. Wir haben hier diese Streben. Die sind hier einmal seitlich eingesteckt. Die zieht ihr hier nach draußen und dann habt ihr hier auf der Unterseite, da sind die entsprechenden Gegenparts. Dann müsst ihr gucken, dass ihr das hier so ein bisschen bewegt, dass das trifft an beiden Stellen. Zack, dann ist das hier drin. Dann haben wir die Klappen hier mit diesem Caterpillar-Logo, die schwingen rum. Hier ist der Stift, der geht da rein und stabilisiert es an der Stelle einmal vernünftig. Und dann haben wir, oh nein, das passt noch nicht so richtig hier. Na, der will nicht da rein, warum nicht? Ein bisschen verdreht, jetzt passt es. Viele bewegliche Teile. Und dann haben wir hier, die kann man kaum erkennen, sind toll versteckt, wie diese beiden Haken. Die gehen runter und die legen sich dann mit etwas Kraft hier rein. Und dann können wir den Teil hier nehmen und klappen den nach unten. Ne? Der Stift geht genau wie vorhin im Fahrzeugmodus auch, Gott sei Dank, da unten einmal mit etwas Kraft rein. Drückt den Kopf jetzt wieder nach hinten in die ursprüngliche Position und dann widmen wir uns hier den Hydraulikzylinder an der Seite. Ihr klappt ja auf dem Gelenk einmal nach draußen. Die haben hier so einen kleinen Steg, der muss da in die Öffnung rein. Sitzt nicht super gut, weil der Steg nicht, der ist nicht tief genug. Das rutscht also immer wieder mal raus. Dann, gerade wenn man jetzt hier dran zieht, fast nicht zu machen. Dann müsst ihr gucken, dass ihr das Teil hier wieder rausbekommt. Das ist das, was wir vorhin so im Winkel reingesteckt haben. Es fühlt sich nicht gut an. Ich habe das Gefühl, da ist eine Menge Zug auf dem Plastik. Aber das muss hier nach oben. Und jetzt habt ihr hier das Teil und habt hier diese Öffnung, da wo ihr durchgucken könnt. Und die muss da hinten drauf. Das schafft ihr, indem ihr das hier nach innen schwingt, das hier nach unten. Und dann müsst ihr jetzt gucken, dass ihr das so anwinkelt, dass das diesen Pin trifft. Was gar nicht so einfach ist, das zu sehen. Ah, hier, doch, jetzt ist es. Ja, jetzt ist es drin, muss nur gucken, was hier nicht. Also insgesamt die Stabilität ist hier nicht wirklich beeindruckend. Wir machen es hier nochmal. Das heißt, wir haken das hier ein, bringen den Teil nach vorne, also nach oben, schwingen den Teil nach innen. Und dann bringen wir das hier alles runter. Dann muss der Pin dort in das Teil. Ein bisschen unscharf, sorry. Ja, und dann hier wieder rausgerutscht, drücken wir das hier alles zusammen. Und dann haben wir noch hier oben diese Platten, die gehen hier so im 45 Grad Winkel nach hinten. Dann nehmt ihr noch eure kleinen Kanonen. Hier habt ihr an der Seite die 5 mm Ports. Da passen die dann entsprechend wunderbar rein. Und dann seid ihr mit Sweeping in seinem Bein-Fuß-Modus, wie auch immer. Na, gucken, hier die Dinger sind noch nicht drin. Die haben wir vergessen, die müssen wir auch noch reindrehen, sonst kann er gar nicht plan stehen. Zack, zack. Fertig. Und zudem kann ich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht über die Maßen viel sagen. Ich finde, dass insgesamt hier diese ganze Konstruktion ist alles nicht so richtig ineinander verhakt. Und ich habe das Gefühl, dass hier die Dinger müssten eigentlich noch tiefer rein. Das geht nicht. Ihr seht, das hier ist alles locker. Also ich denke mal, weil er insgesamt stabil ist, wird dann Devastator auch kein Problem haben, sich hier abzustützen. Aber diese ganzen kleinen Teile, die man halt ständig wieder dran machen muss, habe ich das Gefühl, da haben sie sich vielleicht so ein bisschen verrannt. Also gerade hier dieses ganze Ding, weiß ich auch gar nicht, was die überhaupt für eine Funktion erfüllen in irgendeinem der Modi. Ich finde, das hätte man, diese Überhänge hier hätte man deutlich, meines Erachtens vielleicht sogar einfach weglassen können. Ich fixe das irgendwann später. Aber das nervt, ne, weil es hier ständig rumbabbelt. Also ist der Fuß soweit stabil, größentechnisch. Dann haben wir hier einmal nochmal den Studio Series Starscream, also hat ungefähr die Größe einer Voyager-Class-Figur. Und damit man so einen groben Eindruck bekommt, auf was da auf uns zukommt in Bezug auf Devastator. Hier ist mal der Scrapper-Fuß. Ich glaube, die müssen andersrum, ne? Ich glaube, so rum. Also, das wird ein Riesenvieh.
Ich bin echt gespannt. Fazit: Als Einzelfigur finde ich Sweeping relativ nutzlos. Das liegt aber auch ein bisschen in der Natur der Sache. Wir haben einmal den Fahrzeugmodus, der ist halt einfach, mit dem kannst du nichts machen. Der rollt nicht, du kannst die Schippe nicht vorne nicht bewegen. Das ist also wirklich nur rein zum Hinstellen, komplett starres Modell. Immerhin so von denen wie die ganze Figur eigentlich, von der Farbdeko, mit diesem Dreck und auf dem Gelb und so, das sieht alles vernünftig aus. Wir haben ganz viele verspielte Details in der Modellierung, das ist alles klasse. Ist aber etwas, was generell bei dem ganzen Set eigentlich gilt. Ich finde halt hier, dass die Dreckspuren auf der Schaufel zum Beispiel zumindest sehr realistisch gemacht sind. Das gefällt mir alles gut. Aber du kannst mit dem Ding halt großartig nichts tun. Die Transformation ist für ein Devil-Savior-Produkt einigermaßen schmerzfrei. Das ist schön. Und dann kriegen wir halt den Bot-Modus, der für sich genommen okay ist. Aber auch mit dem kannst du halt über die Maßen viel nicht tun, weil ihm halt die Beine fehlen. Also so eine Action-Figur ist ja auch relativ uninteressant, wenn du eigentlich nur mit den Armen und mit dem Kopf hantieren kannst. Aber zumindest macht er das soweit gut. Die Gelenke sind alle stabil. Das ist auch der Modus in sich ist stabil, hält alles gut zusammen. Das passt soweit. Die Transformation zum Fuß ist dann ein bisschen futteliger, vor allem so zum Schluss, wenn man diese ganzen Kleinteile noch irgendwo verstauen muss. Die halten dann auch nicht vernünftig und die Konnektivität des Fußes an sich finde ich auch nicht über die Maßen begeisternd. Aber das Ding an sich sollte dann in Summe stabil genug sein, um Devastator zu tragen. Von daher denke ich, es ist so ein Füller-Ding, also quasi einfach nur ein Puzzleteil, ein Baustein für Devastator. Als Einzelfigur finde ich ihn relativ uninteressant. Soweit mein Video zum Devil Savior Sweeping. Wenn es euch geholfen hat, unterstützt mich gern auf Patreon und checkt meine anderen Videos rund um das Devil Savior Troublemaker Set hier oben in der entsprechenden Playlist. Bis dahin sage ich vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao.